Ja, hi Leute, und diesmal willkommen zu wirklich The Legend of Zelda A Link to the Past. Nicht so wie letztes Mal dieses kleine Glitch-Ding. Dieses Mal machen wir es ernsthaft. Vor langer Zeit, so erzählen die Legenden von Hyrule, gab es einst die goldene Macht. Sie soll allmächtig und in einem verborgenen Land sein, dessen Eingang in Hyrule ist. Viele drangen verzweifelt und erbittert in dieses Land ein, doch sie kehrten nie zurück. Jedoch eines Tages begann das Böse aus dem geheimnisvollen Land herauszuströmen. Der König von Hyrule befahl den sieben Weisen, das Tor zu diesem Land zu versiegeln. Das Siegel sollte bis in alle Ewigkeit ungebrochen bleiben, um das Böse zu verbannen. Aber mit der Zeit verblasste die Erinnerung und sie wurde zur Legende. Eines Tages taucht in Hyrule der geheimnisvolle Zauberer Aghanim auf. Er plante, das Siegel zu brechen und verzauberte den guten König von Hyrule. Mit Hilfe seiner dunklen Magie wollte er die sieben Mädchen entführen, die alle direkte Nachfahren der sieben Weisen waren, eine nach der anderen. Prinzessin Zelda, eine der sieben Nachfahren, wird die nächste sein. Außer natürlich, wir können das verhindern. Yay, so. Ja, hier seht ihr noch, das ist der nicht ganz so normale Spielstand. So, dann wollen wir mal uns einen Namen geben. Und zwar sind wir natürlich der Dat Balas. Der Balas. Wir sind Dat Balas. So. Balas. Und auf geht's. So, willkommen im Abenteuer. Hilfe. Bitte hilf mir. Ich bin das. Zelda. Ich werde im Verlies der Burg festgehalten. Ich habe furchtbare Angst. Das klingt nach Angst, was ich hier sage. Aghanim hat die Burg voll unter seine Kontrolle gebracht und er versucht nun alles, um das Siegel der sieben Weisen zu brechen. Deshalb hat er den anderen sechs vermissten Mädchen etwas Schreckliches angetan. Nur ich bin noch übrig. Hol mich doch endlich hier raus. Hilfe! Balas, ich gehe kurz fort. Am Morgen bin ich zurück. Bleib im Haus. Verstanden? Und damit beginnt unser Abenteuer. So, ich habe mich jetzt hier für das Spiel entschieden, weil jetzt, wo Link Between Worlds rausgekommen ist, wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten, dass nach die Vorgeschichte davon. Deine magischen Kräfte reichen nicht aus, um diesen Gegenstand zu benutzen. Ja, danke. Du hast die Lampe. Jetzt kannst du Fackeln anzünden. Drücke den Y-Knopf. Ich glaube, ich muss hier gleich noch mal ein bisschen was an den Einstellungen ändern. Jupp, wir sehen uns gleich wieder. Tut mir leid. So, da sind wir wieder. Jetzt auch mit richtig eingestellten Controller. Geht los. Ja, die typischen Startschwierigkeiten. Es tut mir leid. So, ich habe übrigens angefangen inzwischen mit A Link Between Worlds. Also dem nächsten Teil von dieser Reihe hier. Und ich muss sagen, ich fühle es bisher ziemlich gut eigentlich. Macht echt Spaß. Es kommt so ein bisschen dieses Retro-Feeling auf und es gibt halt auch die anständigen neuen hier Neuerungen im Spiel. Und das macht allgemein schon ziemlich Spaß und bereitet gute Freude.
Ich bin im Augenblick auch noch ein bisschen verschnupft, verrotzt, ne? Das tut mir echt leid. Aber da müssen wir jetzt mit umgehen, da müssen wir mit leben, ne? Hilf mir, ich bin im Verlies der Burg. Ich kenne einen Geheimgang. Du musst die Burgmauer entlang, um den geheimen Zugang zum Innenhof zu finden. Echt jetzt? Cool, gut, dass du es sagst. Ah, oh, Bolas. Ich wollte dich nicht mit in diese Sache hineinziehen. Aber warum hast du nicht auf mich gehört und bist im Haus geblieben? Hier, nimm mein Schwert und das Schild. Und hör mir genau zu. Das heißt, den Schild, oder? Unser Volk allein besitzt das geheimnisvolle Schwert mit besonderen Kräften. Halte den B-Knopf gedrückt. Halte den B-Knopf gedrückt, um die Kraft zu sammeln und lass los, um zuzuschlagen. Wenn du das nicht verstehst, dann bist du nicht einer unseres, bist du keiner unseres Volkes. Bitte, Ballas, hilf mir. Mein Ende ist gekommen. Rette die Prinzessin. Sie hat nur noch dich. Ja, mein Ende naht. Die Prinzessin, wo bist ihr? Onkel. Schau mal, und da hat er... Das sieht auch schon aufgestehener Mund, oder? Das sieht voll seltsam aus. Voll gruselig. So, und jetzt können wir natürlich... Bam! Zuschlagen. Jetzt gibt's das auf die Glocke, Leute. Boom, so. So, es gibt ein bisschen Magiepunkte. Und 5 Rubine. Das muss ich sagen, ist hier schön, dass es nicht nach jedem Ding eine Meldung gibt, was du gefunden hast. Das nervt ein bisschen. So. Ups. Ich glaube, es ist besser. Ich muss mich gerade noch mal ein bisschen mit der Steuerung erst wieder anfreunden. So. Jawohl, das sieht doch besser aus. So, wir verkloppen jetzt nicht alle. Wir gehen jetzt die Prinzessin retten. Miau. Sei nicht so gemein zu mir. Ihr Archibalds. So, dann gehen wir natürlich hier lang. Ja, diesmal spielen wir es nochmal. Eine Brücke und so. Das wird nämlich auch wieder ein bisschen mehr Action hier. Au. Nicht hauen. Nicht hauen. Lasst mich in Ruhe. So, ich hoffe, ich krieg soweit noch alles hin, dass wir hier keine längeren Hänger haben drin im Storyverlauf. Ne? Aber ich glaube, das sollte ich Pi mal hinkriegen. Au. Ja, und irgendwie hat man hier doch in den alten Teilen immer so ein bisschen das Gefühl. Der drückt den X-Knopf. So, dann können wir uns mal anschauen, wo wir gerade sind. Wir müssen bis da runter. Der ist noch was? Zweiter Stock? Achso, das ist dann der Thronraum, ja. Und es läuft halt alles ein bisschen intuitiver ab. Es wird nicht jeder Scheißdreck erklärt, ne? So wie es halt irgendwie inzwischen üblich zu sein scheint. So von wegen so, ja, du hast Geld gefunden, freu dich. Bäm, so. Und nimm einen Topf mit, schmeiß ihm den da an den Kopf. Das läuft halt alles noch so ein bisschen so, ne? Erklär's nicht, probier einfach mal aus. Benutz mal deine eigene Birne und lass dir nicht alles vorkommen, du Depp. Das fehlt mir halt auch leider in den neueren Zelda-Spielen auch irgendwie mit. Keine Ahnung, obwohl die eigentlich auch besser sind. Also die neueren machen schon sehr viel Spaß auch. Yay, ein Zelda-Rant hier. Ich laber einfach über Zelda. Was ich auch sagen muss, also allgemein die Zelda-Reihe, ich habe ja nicht mehr wirklich alle aktuellen Teile gespielt. Also auch so diese ganzen hier GameCube und Xbox. Xbox. Ja genau, Xbox. Wie heißt das Ding? Wii U? Habe ich ja überhaupt nicht. Und der letzte Zelda-Teil, den ich gespielt habe, war Majora's Mask. Und ich finde, das war soweit ein echt großartiger Teil. Also, so jetzt allgemein gesehen, auch von den Geschichten, die erzählt wurden. Waren zwar auch Nebengeschichten, aber es ist halt ein Open-World-Spiel mit einem Ziel auch mit. Und das macht halt einfach Spaß. Also das fand ich halt echt gut. Und deswegen muss ich sagen, waren es super geile Spiele. So, hier nehmen wir Töpfe mit. Moin, Kamerad. Bam. Kannst mich nicht besiegen. Ich habe Töpfe. Ich bin nämlich Link, der Töpfersohn. So. Der wird natürlich erklärt. Den großen Schlüssel. Yay. So.
Hey, Geld. So, gehen wir wieder. Na, Moment. Da steht doch noch jemand. Ich danke dir, Balas. Irgendwie habe ich gespürt, dass du kommen würdest. Hör mir gut zu. Die Burgwachen stehen alle unter Aghanims magischen Bann. Der Zauberer ist ein unmenschlicher Dämon mit gewaltiger Macht. Ich fürchte, mein Vater ist schon... Oh, ich habe solche Angst. Verstehst du mich? Nicht genau. Erzählst du es nochmal alles. Schnell, lass uns hier verschwinden, ehe der Zauberer etwas merkt. Ich kenne einen Geheimgang. Also müssen wir in den ersten Stock. Na los, komm schon. In den ersten Stock? Ich glaube, den zweiten Stock meinst du, ne? In den Thronsaal. Auf alle Fälle eskortieren wir jetzt natürlich die Prinzessin hier raus und bringen sie in Sicherheit. Was sich für einen echten Helden gehört. So. Ja, na. Klonk. Ups. Der Balas eilt mal wieder durch die Gegend wie so ein stockbesoffener Volllink. Ach ja, mir fehlen noch so ein paar Fähigkeiten, die wir dann aber noch bekommen werden. Schau mal, hier haben wir übrigens unser Menü. Da können wir auch den Bumerang nehmen. Hey. Hilfe. Geh weg, Bumerang. Ninja! Er hat nicht mal gemerkt, was da mit ihm passiert ist. Ha! Au! Au! Der Balas ist zu schlecht zum Kämpfen. Scheiße! Es regnet immer noch. So, jetzt gehen wir mal hier in die andere Richtung, weil dich haben wir auch noch nicht gesehen. Bisschen was von der Welt sehen, ne? Oh, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Mistschweine. So, dann haben wir das und... Komm her, versucht da mich zu kriegen. So, allerdings gibt es hier leider noch nicht so viele Verschlüsse. Vom Thronsaal aus gibt es ein Geheimgang zur Kathedrale. Sicher wird uns der Priester dort helfen. Nur Mut. Das Ganze, ich habe jetzt die genaue Zeit vergessen, aber ich glaube, es waren so irgendwas ein paar tausend Jahre, die zwischen dem Teil und A Link Between Worlds jetzt stehen. Und hier haben wir natürlich total coole Animation noch. Zing! Yay! Können Vorhänge sich schneiden. Ist total geil. Dieses königliche Wappen verbirgt einen Geheimgang. Hast du eine Lampe dabei? Es ist nämlich stockfinster da drin und ohne Licht kommt man nicht sehr weit. Bist du bereit? Dann lass uns jetzt gehen. Komm her, hilf mir beim Schieben. Wir müssen es von der linken Seite anpacken. Nun mach schon. Okay, von der linken Seite, alles klar. Da tut sich nichts. Hätte doch nicht die linke Seite durch. Oh, Entschuldigung. Das tut mir jetzt echt leid. So. Natürlich müssen wir von der Seite schieben. Aber wir kriegen gar nicht den tollen. Jo. Gib mir mal das da. Au. Mistmaus. So. Und natürlich haben wir hier irgendwo auch sowas versteckt. Was halt uns das Ganze ein bisschen erleichtert. Allerdings brennen die halt auch nicht ewig. Diese Fackelkörbe. Vielleicht seht, wird es wahrscheinlich gleich wieder... Bleib doch stehen, du müsst viel. So, geht doch. Brennen die leider nicht ewig. So, da haben wir wieder einen. Oh. Einen blauen, jawohl. Bling, bling. Natürlich heißt in jedem Teil, also es sind ja, es gibt ja diese ganzen Zelda-Timeline-Strategien, sage ich schon, Theorien natürlich. So welcher Teil nach welchem kommt, aber da hänge ich auch nicht so komplett drin. Ich finde nur immer so diese ganzen Ideen dahinter etwas, ja, teilweise seltsam. Sagen wir es mal so diplomatisch. Ja, bleib stehen. So. Okay. Oh, Batman. Aua. Die sind echt gut. In den Jahren habe ich viel verlernt. Man muss auch sagen, die Viecher sind auch inzwischen... Es ist inzwischen halt auch echt ein altes Spiel hier. So. Hey, es ist hell. Hey. Ist auch Schlüssel gefunden und Tür auf.
dafür. Ballas, vorwärts. Es ist ja nicht mehr weit. Nur noch dieses Gewölbe. Und wir haben die Kathedrale erreicht. Pass auf, wo du hintrittst. Okay. So. Oh, ich bin sogar ein Rot. Ich glaube, die Roten waren 10 wert. Das Gute hier ist, die Viecher laufen nur auf dem Trocknen lang. Lepstein! Immer wollen sie von mir abholen. Feige Hunde. Oder Ratten. Na, was? Was auch immer. Und... Boom! Boom! Nee, wir müssen durchs Wasser, ist das eklig. Boom! Durch die Klärgrube! Ja, guten Tag, ich bin hier der, der neue Klempner. Wo ist mein Yoshi? Muss man eigentlich alles absuchen, wie sich es halt für ein anständiges Spiel gehört. Das ist wichtig. So, voilà. Erstmal kaputt down. Au. Du bist da, bleibst direkt vor mir stehen. So, Licht. Ich will nicht im Dunkeln stehen. So. Gibt's da was? Nein. Türe auf, dadurch. Und auf einmal ist es hell. Yay! So. Natürlich haben wir hier auch ein bisschen Spaß mit dem... Noch ist es halt noch... Noch muss ich mich erst wieder an die Störung gewöhnen hierher, das ist voll schlimm. Vor allem, ich habe halt nicht den... Ich habe nicht den allerbesten Controller dafür, muss man auch sagen. Ist halt so ein PlayStation nachempfundener Controller. Also da gibt's besseres. Vor allem ist es halt jetzt, inzwischen ist der auch schon ein paar Tage alt, hat schon ein paar Tage gesehen. Nehmen wir. Oh. Ich stelle mich aber auch an wie der erste Mensch hier, beziehungsweise wie der erste Link. Das war auch das erste Zelda, was ich gespielt habe, muss ich auch sagen. Es gab ja davor schon das für den Nintendo. Hinter dieser Tür liegt die Kathedrale, zum Öffnen musst du an einem der Hebel ziehen. Au. Und die Mäuse töten. Das ist bestimmt dieser Hebel hier. Zieh an diesem Hebel, um die Tür zu öffnen. Drücke den A-Knopf und Steuerkreuz nach unten. Okay. Yay, wir haben es geschafft. Ein Wunder. Prinzessin Zelda, ihr seid in Sicherheit. Hast du das getan, Ballas? Ja, richtig. Ballas half mir aus dem Kerker zu fliehen. Jedoch erfuhr ich dort, was Aghanim plant. Es ist unfassbar. Er drohte mir mit den Worten, wenn ich mit dir fertig bin, kann ich das Siegel der sieben Weisen brechen. Bitte, Ballas, lass nicht zu, dass das wunderschöne Hyrule in die Klauen des Bösen gerät. Wenn das Siegel der sieben Weisen bricht, werden böse, dunkle Mächte hier regieren. Bevor es zu spät ist, ich flehe dich an. Vernichte Aghanim, denn nur du bist dazu in der Lage. Bitte. Ich glaube, eine dunkle Macht steckt hinter Aghanims Taten und seiner schwarzen Magie. Nur eine Waffe ist imstande, im Kampf gegen die Macht des Zauberers zu bestehen. Das sagenhafte Monster-Schwert. Doch einiges mehr solltest du noch wissen, Junge. Oh, das war der Priester geredet. Die Leute sagen, der Dorfälteste sei ein Nachfahre der sieben Weisen. Er weiß sicher mehr über die Kraft des Schwertes. Zu ihm solltest du gehen. Die Burgwache sucht dich schon überall. Prinzessin Zelda verstecke ich hier bei mir. Ich markiere dir das Haus der Hasralos auf deiner Karte, aber nimm dich in Acht. Mach dir keine Sorgen und zögere nicht länger, deinen Dorfältesten zu suchen. Hast du mich verstanden? Jep. Und ich mache hier mal kurz eine kleine Pause, denn mein Näslein läuft. Bis gleich.